Und wir können weitermachen. So, Kampfessen-Galaxie, Stern 3. Kannst du ein Level-LP von Let's Go Recording 6 machen? Das Spiel ist voll cool. Nein, zu lange das Spiel. Das dauert viel zu lange. So, jetzt geht weiter mit, hier, warte mal, die Riesenfestung ist aufgetaucht in der ersten Mission. Dann schleichen wir uns in die Riesenfestung und nun müssen wir sie, naja, bedrohen. Also die Bedrohung ist jetzt da. Die Bedrohung. Geil. Speichern ist für Spiele wie dieses sehr wichtig. Das ist richtig, obwohl es gar nicht mehr abstürzt. Obwohl es eigentlich nicht abstürzt, ne? Aber, oh, trotzdem. Ach, guck mal, hier haben wir Monty Maulwurf. Ach, der will nichts, schade. Wie war nochmal, wie muss man hier rauslangen? Ich weiß gar nicht mehr. Hat so? Ja, war so gewesen. Sehr schön. So, dann haben wir hier kleine süße Frechdachse. Kleine Babys. Kleine Baby, Beyblades. Dann kommst du ja noch hier. Wunderbar, weg mit dir. Sehr schön. Und haben wir noch eine Münze mit Sternteil natürlich wieder da. Ja, wunderbar. 10 Stück, 18 Stück, okay. So, und dann greifen wir uns mal hier ohne Dings ran. Dann ohne Live auch nicht. Auch viel zu lang das Spiel. So. Und mit Live wird es sogar noch mehr Spaß machen. Das muss ich ja nochmal bedenken. Ach, warte mal, hier ist so ein Britzeldings. Das tut mir das Ding. Kann man eigentlich nicht auch so dahin gehen? Warte mal, ich möchte mal was ausprobieren. Ob man auch ohne Launch da dahin kommt. Nee. Aber ich möchte es mal probieren. Warte mal, hier ist der Stern. Achso, von dir kommen wir. Ja, okay. Warte. Ich möchte mal probieren. Ob es auch so geht. Ne, da komme ich, nee, komm ich nicht ran. Okay, alles klar. Schade, hätte ja klappen können. Aber jetzt habe ich ihn abbekommen. Ich hatte das mal, da ich sehr lange gezockt habe, also nicht die Spieler, sondern ähnliches. Dann war meine Nintendo, aber ich habe natürlich nie gespeichert. Ich habe Rage Quit. Ja, das ist vernünftig, sollte man machen. Was haben wir hier noch unten? Unten ist nichts. Okay. Autsch. Oh. Blöde Mine. Dein Speedrun? Nein, auch nicht. Oh, da hat Goodpix das böse Wort benutzt. Warum auch immer. Weiß man nicht, wer hier aber ein böses Wort war. Sorry. So, wie kann man denn dich befreien? Autsch, hol mich hier raus. Ja, warte mal, ich brauche mal ein Leben. Leben wäre ganz nett. Dankeschön. Okay. Hol mich hier raus. Ja, dann schmeißen wir doch mal dich dagegen. Ah, ne, der hat mir jetzt gesagt, der hinter links. Ach, verdammt. Ich dachte, da hätte man so drauf kommen müssen. Aber nehmen wir, ach ja, genau, hier war Maxi Pizza. Was ist so? So, genau, den muss man nämlich fragen, wie das geht. Habe ich da jetzt vergessen zu machen. Danke, nun eine vorwärts. Vielen Dank. Zur Belohnung zeige ich dir eine Abkürzung. Verwandelung. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Hallöchen, komm Monty. Ist gar kein Monty, ist auch gar kein Schaufschlüssel Monty. Das ist aber so ein anderer Maulwurf. Auf jeden Fall haben die keine, sehen nicht so aus wie Montys. Gut, dann gehen wir mal hier in diese gefundene Röhre rein. Ach, jetzt kommt der Part hier, der war sehr lustig. Kann man ja auch so ganz mal nehmen. Na gut, wir müssen hier den Fall umdrehen, um die Schwerkraft zu ändern. Na, dann bist du ja auch noch da. Hol dich mal einfach mal weg. Die schmache ich weg, ey. Hab dich voll kalt gemacht, Junge. Warte, ich muss da hochkommen. Ich möchte die Box da oben haben. Die sieht sehr, genau, perfekt. Jetzt kommt nur leider Feuer, ne? Das ist leider ein bisschen schade. Die hätte ich gern voll gehabt, die Box. Ach, verdammt. Aber da will ich jetzt haben. Die Box, die möchte ich jetzt haben. Die möchte ich jetzt schon haben. Ja, sogar nur einen bekommen. Schade. Dann gehen wir mal weiter. Da gibt es ja hier noch eine schöne Münze. Mal gucken, was die macht. Und Sternteile. Ein paar kleine, schöne Sternteile. Sehr schön. Und gibt es nur Lava? Also wir gehen nach oben. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu hoch springen, sonst kommen wir wieder nach unten. Ah ja, alles clever gemacht. Ja. So. Ach, weil er wollte auf die raus springen. Hatte ich ganz Glück. Siehst du, das bin ich wieder runtergefallen. Naja, gut. So, wunderbar. Okay. Ne, warte mal. Wir warten lieber, wo wir hätten darauf stehen bleiben können. Egal. So, wie man sieht, wie der Goomba da jetzt kleben bleiben kann, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir können eigentlich nicht kleben bleiben, ne? Eigentlich nicht, ne? Oder bleiben wir kleben? Eigentlich kann es nicht sein, oder?
Doch bleiben. Achso, war nicht ganz hoch gewesen. Okay, ja gut, dann ist das okay. Sah so, als wenn es komplett hoch gewesen wäre. Aber nein, war es nicht. So, hallo Gumba. Ciao Gumba. War schön mit dir, Gumba. Machen live ein Performance Hunter. Ja. Wie sie würden mir irgendwie der Mario Teil bemerkt. Das ist richtig. Ich bin mal gespannt, wie sich Super Mario Odyssey Lied anhören wird. Aber jetzt ist halt auch das Ikonenlied schlechthin, ne? Also kein Wunder. So, wir benutzen die kleinen Trampolin, das kleine Trampolin und hier rein in die Röhre. Und wir sind wieder in einem Raum. Okay, ein Raum. Ein Raum, 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 Raum. Ein runder Raum. Dann werden wir jetzt mal hier wieder die Box hier machen. Okay, kommen so die Sternteile raus, sehr schön. Wollen gar nicht so viel anstrengen. Dann gehen wir mal zu dem Kollegen hin. Ja, warte. Und weiter geht's. Doch, wir wollen weiter. Wir wollen weiter. Und jetzt sind wir auf der Oberseite, aber wir werden gerade irgendwo hin transportiert. Oh, wir haben gerade böse Geräusche, Bedrohungsgeräusche. Und hier sehen wir auch schon die Bedrohung. Was machen wir hier nur? Wir nehmen nicht das Angelernte wieder an. Wir schleudern euch da rein. Komm schon, ich möchte dich da reinschleudern. Ich will dich da reinschleudern. Autsch. Komm schon rein da. Dankeschön. Und rein. Und komm. Und komm. Dankeschön. Oh, oh, es geht weiter. Kann man eigentlich hier drauf stehen bleiben? Kann man, glaube ich, ne? Ist ja was, glaube ich, nicht, ne? Das wär... Nein, ich wollte da nicht runter. Okay, jetzt war nichts Spannendes. Schade, ja gut, dann gehen wir weg. Genau, hier geht das jetzt nicht kaputt, ne? Genau. Alles kaputt gemacht da hinten. Mann, 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 Mann. Tja, jetzt sind wir hier bei der echten Bedrohung angekommen. Passiert ja was, wenn ich euch dagegen schleuer? Nö, krieg nur eine Münze. So. Die hast auch mal gehört, wie das richtig in der Galaxy Arena. Und vielen Dank, The Gamer, Ban, Gers, Benga, S, YT fürs, YT, nee, JT fürs Folgen. YT, nee, Y ist richtig. Ja, heute sind keine Einblendungen, wie gesagt, ein Live-LP. Da habe ich mich dagegen entschieden, die weiterzumalen, die Einblendungen. Aber trotzdem vielen Dank fürs Folgen, sonst hätte es jetzt keine Einblendung gekommen. Naja. Aber egal. So, das sieht jetzt echt gut aus, dieses Monochrome. Nennen wir mal Monochrome, ne? Können wir eigentlich auch da reinschmeißen? In diese Dinger? Geht halt auch? Ne, die können einfach durchglitschen. Habt ihr gesehen, der ist einfach durchgeglitscht. Autsch. Autsch. Will ich da rein? Nein, nicht, ich will da rein. Er soll da rein. Ach, mir ist auch egal. So, weg damit. So, wunderbar. Okay, wir haben noch 4 Leben. Hier haben wir noch mal ein paar Münzen. Autsch. Hier ist auch gar nichts für, ne? Nö. Aber so. So, wer bist du denn? Hallo? Lalalalalalala. Willkommen im Luma-Laden. Luma-Laden. Im Moment verkaufen wir etwas überaus nützliches für 30 Sternteile. Na, brauchen wir nicht. Haben wir schon. Also, komm später nochmal wieder. Ja, okay, die sind wichtig, nützlich. Aber den brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ja 6 mal Kraft. Konnte man 9 Kraft hier haben in dem Spiel? Ich weiß auch gar nicht mehr. Ging das? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, man konnte nur 6 Kraft, ne? Weil, wenn wir es mit 9 Kraft, das wäre zu viel. Ja, wäre zu viel. Ist das nicht irgendwie seltsam, wenn man auf einmal im Let's Play diesen Balken fehlt? Nö, ich denke nicht. Da würde man sich dran gewöhnen würden. Da würde man sich dran gewöhnen. Tag, leider kann ich heute nicht mehr so lange. Also sage ich hallo und bin am Samstag mit 100% dabei. Alles klar, mein lieber Justin. Gut zu wissen. So, und hier haben wir die Bedrohung. Himself. Mit seinen kleinen Babys hier. Oh, oh. Hilfe. Wunderbar. So, und jetzt kommst du ran hier. Weg mit dir. Und gegen die Wand. Sehr schön. Und die Babys sind wieder da. Oh, das war falsch. Ja, ja, war falsch. War falsch. Ich muss das hier machen. Ja. Und komm weg. Weg. Sehr schön. Warte, nicht in die Mitte, nicht in die Mitte. Okay, jetzt kommen die Roten. Aber auch die machen nicht viel mehr Aua. Sind auch die sind kein Problem für Luigi. Und das war's. Ah, viel Spaß und gucken wir uns morgen. Alles klar. Justin, Dankeschön. Und wir haben einen Stern. Juhu. Der Boss, der nochmal 9200 Mal recycelt worden ist. Wo wurde denn der Boss mal bitte recycelt? Der sagt mir gerade gar nichts, der Boss aus anderen Spielen. Also, der war doch neu gewesen, der Boss. Naja. GG, Dankeschön, Leute. Du hast einen Stern erhalten, Kopfhörer-Galaxie, die Bedrohung. Neue Bestpunkte, du hast Sternteile mit zurückgebracht. Und speichern. Bop, 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 bop.
Und weiter geht's. Haben wir den Schabernack-Kometen hier? Ja, haben wir. Und zwar den Risikokometen. Ja, dann sollen wir doch mal angehen. Der erste Risikokomet hier in diesem Let's Play. Los geht's. Wupp, wupp. Hype, hype. Tüdü. Im Anflug auf Risikokomet. Risikokomet. Die Bedrohung. Und wer kann sich daran erinnern, was bei Risikokometen passiert? Genau. Wir haben nur ein Leben. Schön, ne? Und wir starten ja. Das heißt, wir können hier schon tausendmal sterben, wenn wir wollen. Aber das machen wir natürlich nicht, sondern wir springen einfach tadellos rüber und hoffen, dass hier nichts ist. Dankeschön. Ich hatte Chance gehabt, dass hier Strom war. So, mal gucken, wie viel Versuche wir hierfür brauchen. Das kann manchmal ein bisschen dauern, Risikokometen. Aber ich hoffe, wir kriegen das mal beim First Fail. Hast du den Stream gar nicht Live Plays genannt? Naja, ist ja egal, wie wir den jetzt nennen. So, also zack, du darauf. Und wartet. Wartet. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Jetzt muss man aufpassen, dass man nicht in die Mitte geht. Weil sonst kann es halt wehtun. So, auf den kleinen gesprungen. So, weg, weg, weg. Und da ist auch schon der große. Und tschüss, das war's. Ja. Die nicht biologische Bedrohung? Bio-Wars. Wow, da bin ich sogar richtig geil reingesprungen. Nice. Alter, voll die Speedrun-Strats, Leute. Yo. Da bin ich doch vor dem Sprung vorher da reingesprungen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Voll die Speed-Strats hier am Start. Du hast einen Stern, Kapitän Galaxy, Risikokomet, die Bedrohung, GGG. Mal zwei. Ich glaube, wir werden uns sehr viele GGGs mal heute werden. Die erste Recycling. 409.001. Ah, so weiß es. So, wir haben keine Schabernack-Kometen mehr übrig derzeit. Also gehen wir zu Bowser. Bowsers Sternfabrik. Ich gehe da mal bei. Alles klar, dein Gold. Bis dann. Bowser Sternfabrik. Los geht's. Bowser Sternfabrik. Kampf in Bowsers Festung. Oh yeah. Und jetzt kommt auch wieder ein Remix. Nico ist der Speedrun Pro. Vor allem der Speedpun. Oh, den Remix finde ich auch sehr, sehr geil, würde ich ja sagen. Also der ist auch richtig nice, der Remix. Weil der hat sich schon richtig episch an. Hallöchen. Ich fühle einen großen Stern da drin. Aber der Weg dorthin ist sicher mit Fallen gespickt. Pass gut auf dich auf. Okay, mein Kleiner. Jetzt kommt Bowser. Genau, wir haben das Spiel gleich durchgespielt heute. Es war kein langes Spiel, aber hey, das ist Bowser. Na, von da war es gleich durch. Man, the only Mario Galaxy stream is German. I wish I knew German. Sorry for that, that I'm the only one that stream Super Mario Galaxy. Yeah, but my main language is German. And yes, no, that cannot... nichts dran machen. Ich gut Deutsch, Englisch können. Ja, ne, ich bin wunderbar. ja, sorry. hier bleiben. Gut. Moment, Bowser produziert Sterne. Wahrscheinlich welche, um sich dann abzuführen, um seinen Lieblingstreibstoff zu finden. Genau. So, sprechen. Die Gravitation hier ist total chaotisch. Achte auf die Pfeile auf deinem Weg. Okay, mein Lieber, sagen, machen wir gerne. Also da ist ein schwarzes Loch. Normalerweise muss man das ja schon einziehen können, von so aus gesehen. Aber ja, möchte es nicht. ja. Jetzt soll ich nicht aufpassen. Kannst du versuchen, Yoshi, wenn du Englisch kannst, mal. Do it. Warte. Ja, das war schlau. Ich war ungeduldig. Aber hey, das Bowser, es ist denn schon so lange, gegen Bowser zu kämpfen. Ja, warte, stopp. Das war jetzt unnötiger Tod. Egal, ich war ungeduldig. Das war mein Problem, ne? Ist ja okay, das sieht man jetzt auch noch Stream. Cool, ne? Naja, passiert. Muss ja auch mal sein. So, komm, hier machen wir. Jetzt bin ich auch wieder ungeduldig gewesen. Aber hier, cooles Tab, habt ihr gesehen? Habt da der Tricks gesehen? Habt da gesehen, ne? Cool. So, und weiter. Siehst du, nichts passiert hier. Können wir einen SPT bauen? Was ist ein SPT bauen? Weiß ich gar nicht, was ein SPT ist. Aber das. Aua, Leben. Boah, Luigi, rutsch dich mal so. Kommen sie rein da. Oh, Flammenwerfer. Hier nochmal ein bisschen Flammen, aber Münzen. Ach, die brauchen wir nicht. Wir kriegen eigentlich was Schöneres als Münzen.
So, yikes, haben wir das, wunderbar. Und da ist er ja schon. Oh, er spuckt Meteoriten auf uns. Wir müssen uns beeilen und diesen super schönen Pilz mitnehmen, denn der bringt viel mehr. Also der wird uns was bringen auf jeden Fall. So, schnell. Sehr schön, gut, dass hier alles ein bisschen getriggert ist. Und wir sind da, mein Lieber. Ja, gut, lang, dankeschön. Du bist so weit gekommen. Dich werde ich zerquetschen und dann die Fetzen im Weltall verteilen. It's Bowser's. Oh, warum ich denn die Münze? Ach, egal. Wir nehmen einfach die Münze. It's the Bowser. Warte mal, wann kommt der denn? Kommt der jetzt schon? Jetzt kommt er. Und da rein. Sehr schön. So, jetzt hast du die Geschichte auf Englisch übersetzt. Sehr schön. So, also er bewegt sich ja noch gar nicht. Stimmt. Dip. Ja, das gefällt dem wohl nicht, den kleinen Bowser. Dass man ihn auf seine, dass man eine Schildkröte auf seinen Stachel legt. Das gefällt dir wohl nicht ganz. So, kommst du schon? Du kommst ja schon, sehr schön. So, ja, du bist ja nicht der Schlauste, also müsstest du dann wissen, dass die blauen Platten böse für dich sind, aber lass sie mal so gelten. So, jetzt bewegt er sich ein wenig. Sehr schön. Bowser, der wahre Held. Okay, ein paar Sternteile für uns, sehr schön. Und ein wenig Feuer. Und dann haben wir die Elektrowellen. Und wir können uns ja gut hierauf stellen. Den Bowser Sache aus Hotel Mario, genau. So, kommen Sie ran hier. Sehr schön. Und. Oh, da bin ich zu weit, da bin ich zu ein bisschen schief gelaufen. Aber hier ist er. Und tschüss, weg mit dir. Und nochmal treffen. Und jetzt ist er ganz schnell und getroffen. Und das war's. Leute, können ja gar nichts. Boah. Ah, ist das mies gelaufen. Aber mein Plan kommt gut voran. Luigi, glaubst du kannst mich aufhalten? Ja, das glauben wir. Das wird bestimmt gut klappen. Ja. Und da ist er, großer Star. So, ein Sternchen. Der ein bisschen größer ist als Luigi ist. So. Ja, dann wollen wir uns mal den guten Stern holen. Bam, 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 bam. Den großen Stern erhalten. Bei mir kommt ständig Werbung. Dann muss man irgendwie mal gucken, das ist nicht mein Problem. Ich kann gar keine Werbung schalten. Also bei mir liegt es nicht. Ja. So. So. Wir haben einen großen, ich wollte gerade groß und neu sagen, zusammen, das heißt Nosen, naja. Wir haben jetzt einen großen neuen Stern zurückgebracht und damit einen Teil dieser Station der Energie wiederhergestellt. Und damit ist der Weg nun frei für die Küche. Geil, es gibt Kuchen. Du hast einen Stern erhalten, Bowser Sternfabrik, Kampf in Bowsers Festung, Galaxie, komplett neue Bestpunkte, du hast einen Teil mitgebracht. Und eine neue Galaxie, die hast du auch entdeckt. So, vier Stück gleich. Oh, immerhin. Ein großer Stern ist zurückgekehrt. Und du kannst jetzt zu einer Kuppel weiter im Inneren gehen. Aber die Sternwarte macht immer noch keine Anstalten, sich zu bewegen. Die Powersterne reichen noch nicht aus. Die Schurken, die dir deine kostbare Person entführt haben, haben sie bis zum fernsten Ort gebracht, dem Zentrum des Universums. Wenn unsere Sternenkraft zurückgekehrt ist, kann die Sternwarte bis zum Zentrum des Universums fliegen. Dann siehst du auch die, die dir kostbare Person wieder. Speichern! Ja, Longo! Der Unterstellung ist sogar 0,17 Treffschaft. Geil.